Hallo meine Lieben. Und zwar habe ich wieder einen neuen Haul für euch. Ich war mit meinem Mann einkaufen gewesen. Wir waren im Kaufland, im Action, im Teddy, im DM war ich gewesen, im Futterhaus. Ich musste aber noch in den Fressnapf, weil der Futterhaus hat eine Futter nicht hatte, was ich brauchte. Und wir waren tanken. Und wir waren noch Autoteile holen. Genau. Da haben wir zwei Bremsschläuche gebraucht. Die haben wir gekauft. Meine Nase ist irgendwie schwarz von der Maske, irgendwie abgefärbt. Genau, zwei Bremsschläuche haben wir noch gekauft. Die haben wir noch gebraucht, damit unser Auto ja morgen TÜV bekommen kann. Weil wir hatten ja eine kleine Menge gehabt und da waren die Schläuche porös. Und die haben wir jetzt gekauft und die werden heute neu eingebaut. Genau. So. Im Futterhaus. Da habe ich einmal das Futter hier mitgenommen von Wildkind. Summerhill. Mit viel frischem Hühnerfleisch und Lamm. Mit 59% Fleisch, Waldbeeren, Wildkräutern und Wurzeln. Und zwar mein Junge, mein Rocky, der ist ja jetzt 1 Jahr und 2 Monate alt und der frisst dieses Happy Dog Futter auch, weil ich euch immer zeige. Aber der nimmt nicht richtig zu. Und wir waren schon beim Tierarzt gewesen. Ich habe den komplett untersuchen lassen, Blut abholen lassen, komplett durchgescheckt. Und der hat aber nichts. Der ist kerngesund. Nur er holt halt nicht zu, weil er halt, ja, schnäkig ist, ne? Also er frisst das Happy Dog Futter, aber widerwillig, damit er mal den Bauch hat. Und scheinbar schmeckt ihm das nicht. Dass ich jetzt mal ein anderes Futter ausprobiere. Und die Freundin von meinem Bruder, die hat gesagt, dieses Wildkindfutter hier wäre sehr gut, weil das füttert sie ihrem Hund auch. Und ich habe beim Futterhaus auch nachgefragt und die hat gesagt, ja, das Wildkindfutter wäre eins der besten Futter. Und da ist sehr viel Fleischanteil drin. Und bei dem Happy Dog, das wäre zwar auch gut, aber nicht so gut wie das Wildkind. So. Jetzt habe ich hier einen Sack für 6,99 mitgenommen. 1 Kilo. Dieses hier. Und ich hatte davon schon mal Proben zugeschickt bekommen. Da wurde ich mal angefragt, ob ich immer mal probieren möchte. War so eine Werbung. Und da habe ich gesagt, ja, ist okay. Und meinen Mädels hat es da zu dem Zeitpunkt nicht geschmeckt. Und wollten das nicht und haben es liegen lassen. Wie es natürlich jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich probiere es jetzt nochmal aus, aber hauptsächlich für meinen Jungen, für meinen Rocky, weil ich möchte, dass der zunimmt. Und ja, weil meine Hunde liegen mir sehr am Herzen. Ich liebe meine Hunde über alles und da ist mir egal, wie teuer das Futter ist. Und deswegen habe ich für meinen Jungen mal diesen Futter mitgenommen, mal 1 Kilo zum Probieren, ob es ihm schmeckt. Das ist jetzt wie halt wie gesagt mit Hühnerfleisch und Lamm und 59% Fleisch, Waldbeeren, Wildkräutern und Wurzeln. Und mal gucken, ob es ihm schmeckt. Und wenn es ihm schmeckt, dann kaufe ich natürlich den großen Sack. Der große Sack kostet, glaube ich, irgendwann an 23 Euro. Ein paar zerquetschte, aber ich habe ja auch diese Prozentkarte. Und ja, man kriegt ja auch immer so Prozent-Coupons immer zugeschickt. 15%, 20% und so. Genau. Und das probieren wir jetzt mal aus. Er kriegt gleich mal eine Schale davon. Und dann gucken wir mal, ob es ihm schmeckt. Und dann gucke ich auch ganz einfach direkt, ob es auch den Mädels schmeckt. Wenn es den Mädels auch schmeckt und die das essen, weil die Probe, die ich bekommen hatte, wollten sie nicht haben. So. Wenn die es aber jetzt auch essen, das schmeckt denen auch, dann werde ich auf dieses Wildkind hier komplett umsteigen und dieses Happy Dog nicht mehr kaufen. Genau. Das ist für meinen Jungen zum Ausprobieren. Ja, und dann muss ich aber, wie gesagt, und dann muss ich aber halt, wie gesagt, in den Fressnapf noch fahren, weil die hatten dieses Happy Dog Futter, was ich euch auch immer zeige. Das hatten die nicht mehr. Und deswegen musste ich noch in den Fressnapf fahren und musste mir den Sack da holen. Genau. So. Ich zeige euch das ein bisschen kreuz und quer jetzt hier. Dann im Teddy hat mein Mann sich so eine LED-Stirnleuchte mitgenommen. Die braucht er wohl für
ja, das einzubauen da. Wir haben zwar in der Garage eine Grube, wo er drüber fahren kann, ist auch sehr gut, aber da ist auch Licht drin, aber ich glaube nicht allzu hell und da, damit er besser da gucken kann und so, keine Ahnung, hat er sich die mitgenommen. Im Action, da musste ich diesen Beef hier schon essen, weil ich Hunger hatte. Ja, genau. Dann hat mein Mann im Action diesen WD-40 mitgenommen, diesen Rostlöser hier, den braucht er auch, um das gleich einzubauen. Genau. Dann habe ich mir im Teddy, habe ich mir diese schicke Hose hier mitgenommen in 2XL. Hat hier oben ein Gummiband, kann man zubinden, hat hier Taschen. Habe ich mir diese lange Hose hier mitgenommen. Die ist sehr, sehr schön und vom Stoff sehr dünn. Und jetzt für den Sommer so eine Walle-Walle-Hose hier. Fand ich echt prima. Das Muster hat mir auch gut gefallen. Dann im DM. Da habe ich mir hier von M. Eukal, weil ich hab ja immer noch mit diesem Schleim zu kämpfen von meiner Erkältung. Ich habe immer ein bisschen Halsschmerzen. Und ich wollte ja von M. Eukal eigentlich die Immunstark mit Manuka-Honig wollte ich haben. Und da kostet ein kleines Beutelchen 3 Euro. So. Nee. Da habe ich mir gedacht, nee, das nehme ich mir jetzt nicht mit. Und dann schmecken sie mir nachher nicht und dann liegen sie da rum. Ja? Jetzt habe ich mir für 1 Euro noch was, habe ich mir jetzt von M. Eukal diese Honig-Husten-Bonbons mitgenommen. Die sind gefüllt. Und ja, bin mal gespannt, ob ich meine, ja, mein Husten, mein Halsweh damit irgendwie ein bisschen in den Griff bekomme. Ich hoffe es. Ja, dann habe ich hier einmal mitgenommen, da kann man immer im Haushalt gebrauchen, von Mivolis Medizinprodukt, sterile Kompressen zum Abdecken und Reinigen von oberflächlichen Wunden, saugfähig und atmungsaktiv, einzeln und steril verpackt. Da sind 10 Stück drin und die kann man immer brauchen, gell? Dann habe ich auch dies mitgenommen hier. Die war, glaube ich, für 2 Euro. Paar zerquetschte. Auch von Mivolis. Arzneimittel. Zinksalbe. Wirkstoff Zinkoxid. Auch bei nässend oder juckenden Wunden. Unterstützt die Wundheilung. 100 Milliliter. Und sowas kann man ja wirklich immer mal im Haushalt gebrauchen. Genauso wie auch die hier, die war für 1 Euro noch was, ist Kosmetikum Panthenol Schutz- und Pflegesalbe zur Pflege beanspruchter, rissiger und Wunderhaut. Frei von Farb- und Duftstoffen mit 7% Panthenol sind 75 Milliliter drin und die kann man auch immer im Haushalt gebrauchen. Gell, da kann immer wieder was sein. Genau. Und dann habe ich im DM zwei neue Masken entdeckt. Von Balea Tuchmaske Set Your Mind Free. Das ist eine limitierte mit dem himmlischen Duft nach Leichtigkeit. Tuch ist biologisch abbaubar. War für, ich meine, 99 Cent. Genau, ist vegan. Und das ist diese hier. Packaging, hallo. Die kam zweimal mit. Einmal machen wir im Video und einmal mache ich dann für mich alleine. Genau, die kam mit. Dann kamen wieder meine Balea erfrischende Reinigungstücher mit, 10% Aloe Vera, Hydrokomplex Normal- und Mischhaut, Tuch ist biologisch abbaubar, ohne Alkohol, ohne Ethanol, sind 25 Stück drin, sind vegan, kennt ihr schon von mir, ich hatte gar nichts mehr jetzt. Dann habe ich mir die neue mitgeholt, wie ich auch die Kapseln schon habe von Balea, die Retinolmaske. Fünffacher Anti-Age-Effekt mit Retinol. Pyso, ach keine Ahnung, und Vitamin E straffend und glättend. Genau, die wollte ich auch mal ausprobieren. Die kostet nur 40 Cent, die Teile. Dann habe ich mir ganze dreimal von Balea dieses neue Deo mitgenommen. Parfüm Deodorant, pure Eleganz, 0% Aluminium, 24 Stunden halt, naja. Langanhaltender, eleganter, floraler Duft. Und ich kann euch sagen, der Duft ist wirklich floral. Ich habe dort auch in einem Tester gesprüht und gerochen und oh, der Duft mega geil.
Und das kam ganze drei, hoppala, ganze dreimal mit. Kosten ja auch, glaube ich, nur 99 Cent oder so. Dann kam auch einmal von Ebelin Maxi Wattepads, super soft mit 100% Baumwolle, weich und fusselfrei, 50 Stück. Das sind meine liebsten. Packaging, hallo, hat mir auch gut gefallen. Die hatte ich ja letzten Monat. Hatte ich die schon mal und die sind sehr gut. Dann habe ich mitgenommen von Mivolis Nahrungsergänzungsmittel Magnesium. Ich habe gestern Abend während dem Schlafen Wadenkrämpfe bekommen und ich habe gemeint, ich werde nicht mehr. Und ja, habe ich Magnesium mitgenommen, unterstützt die Muskel- und Nervenfunktion ohne Zuckerzusatz. Zitronengeschmack habe ich geholt, sind 20 Brausetabletten drin. Die kann man auch im Haushalt immer mal gebrauchen, gell? Dann, wie gesagt, kam mein allgeliebtes Rotbäckchen hier mit, immunstark, mit Zink und Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems, mit Zink und Vitamin C. Kennt ihr von mir mittlerweile auch schon, da sind 700 Milliliter drin, ist zwar teuer, aber gut, deswegen kommt es mit und es hilft mir. Und ich habe wirklich gemerkt, die eine Woche jetzt, wo ich keins hatte, wo ich ja erkältet war, wo ich nirgendwo hingefahren bin, dass mir das gefehlt hat. Ja, weil die Flasche leer gegangen ist. Dann habe ich für meinen Mann wieder Zahnpasta mitgenommen, weil seine ist leer gegangen. Dann habe ich mir von Balea eine Lippenpflege mitgenommen. Ist dieselbe wie von der Maske mit dem himmlischen Duft nach Leichtigkeit, zarte Lippen. Genau. Habe ich mir diese mitgenommen. Ich hole mir die ja immer, diese limitierten Teile da. Dann im Teddy kam für 1 Euro dieser süße Osterhase hier mit. Och, da fällt schon eine Feder ab. Naja, egal. Kam diese süße Osterhase hier mit. Der hat mir so gut gefallen, weil ich möchte ja nachher unseren Küchentisch hier ein bisschen dekorieren. Mein Mann hat im Action diese Flexblätter wieder mitgenommen, weil er braucht die, um unseren Zaun da, dieses Holz da sauber zu machen. Und genau, den hatten die einmal mit. Dann ist die erste Action-Tüte leer. Dann waren wir bei Kaufland. Und Kaufland hat für 85 Cent Gurken im Angebot. Gurken. Dann haben wir auch noch so einen leckeren Salat mitgenommen. Den möchte ich gerne wieder einpflanzen. Der ist ja mit Wurzel. Mal gucken, ob er dann nochmal kommt. Genau. Dann kam auch einmal Brot mit. Dann kam mit zweimal unser Hähnchen geschnetzeltes, weil wir möchten gleich selbstgemachten Döner machen. Genau. Dann kann ich das hier draußen lassen, weil das brauche ich nämlich gleich. So, dann kam unsere Knoblauchsoße mit. Wir haben sie endlich gefunden. Die haben ja komplett umgebaut und umgeräumt bei uns im Kaufland. Und ja, jetzt haben wir sie gefunden. Brauchen wir gleich. Dann war im Angebot von 99 Cent dieses Fladenbrot hier. Dann machen wir unseren selbstgemachten Döner nachher. Den schiebe ich hier im Backofen, erwärme den ein bisschen, dass er knusprig ist. Und dann schneide ich den so in Hälften durch. Da hat jeder zwei Stücken. Dann kann man lecker Döner machen. Genau. Dann kam frische Paprika mit. Dann wollte mein Mann diese knusprigen Rostzwiebeln mit da drauf haben. Dann habe ich mir wieder einen Tee gekauft. Erfrischender grüner Tee mit Zitrone. Aromatisierte Grünteemischung mit Zitronengeschmack. Es sind 25 Beutel drin und den brauche ich, um mein Cholesterin runter zu bekommen. Weil mein Cholesterinwert ist ja ein bisschen nach oben. Und mit Grüntee, habe ich gelesen, soll man den sehr gut wieder nach unten kriegen. Und das wollte ich ausprobieren. Dann kam einmal
Tomatenketchup mit. Ich hatte da so Hunger drauf, hatte ihn jetzt lange nicht mehr gehabt, deswegen kam Tomatenketchup mit. Dann ist diese Action-Tüte auch leer. Ja, und dann hat mein Mann sich im Teddy auch eine Hose geholt. Die sind ja nicht teuer da, ich meine 4 Euro oder so. Hat auch so ein Gummiband, hat hier eine Tasche, hat hier an der Seite eine Tasche und die hat meinem Mann sehr gut gefallen. So eine lange, hat hier unten auch so ein Riemchen. Ja, hat hier hinten am Po eine Tasche mit Klettverschluss. Genau. Dann kam im Teddy für 1 Euro 100 Pflaster mit. Die braucht man ja auch immer, die sind wasserfest. Der hat nämlich keine mehr. Dann habe ich mir im Teddy für 1,50 zweimal diese Musterklemmen mitgenommen. Die brauche ich nämlich zum Basteln. Dann kam beim Teddy dieses Bastelbandchen mit für 1 Euro. Da habe ich jetzt diese anderen mit Herzchen und hier sind 2, 4, 6 Stück drin. Genau. Dann kamen für 1 Euro einmal diese Briefumschläge mit Fenstern mit. Die braucht man ja auch immer. Dann habe ich für 1 Euro einmal diese schönen Stickers mitgenommen. Diese Erdbeeren, die sind so ein bisschen 3D. Dann habe ich für 1 Euro einmal diese Sticker mitgenommen. Die finde ich auch sehr schön, vor allem mit dem Einhorn. Dann kam für 1 Euro einmal diese schönen Schmetterlinge hier mit. Die brauche ich nämlich für mein Journal. Dann die hier, die habe ich auch in einem anderen Haul gesehen. Diese kleinen Panda hier. Dann für 1 Euro kamen einmal diese Büroklammern hier mit. Die brauche ich auch für meinen Kalender, den ich machen möchte. Dann für 1 Euro habe ich mir das noch mitgenommen. Ich habe ja schon eins, aber ich brauche noch eins. Dann kam für 1 Euro ein Wärmepflaster mit, weil mein Mann braucht den. Dem tut der Nacken hier so ein bisschen weh. Und das kann man immer gebrauchen, gell? Schmerzlindernd, entspannend, angenehm, tiefenwirksam, angenehme und entspannte Wärme bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Wohltuende Wärme bis zu 8 Stunden. Ist 13 mal 9,5 cm großes Pflaster und soll er für 1 Euro einfach mal ausprobieren. Und wenn das gut ist, kann man mal mehrere davon holen. Dann habe ich mir für 3 Euro einmal diese Bastelschere mitgenommen mit 2 Wechselklingen. Ich habe die zwar schon mit Mickey Mouse, aber die ist nicht so stabil. Die ist so ein bisschen aus Plastik. Und die hier ist wirklich stabil. Kann man dann ändern. Da kann man diese mit den Zacken machen. Das sind verschiedene. Und so eine hat mir jetzt gefehlt. Dann im Action hat mein Mann sich diese Soft-Nougat-Dinger mitgenommen. Der hat schon genascht im Auto. ja, da hat mein Mann einmal diese Jum-Jums mitgenommen. Die kann man da rein. Dann habe ich mir im Action einmal diese schöne Perle mitgeholt. Dann kommen im Action, habe ich mir einmal dieses mitgeholt. Ich habe euch die anderen auch schon gezeigt. Disney Princess habe ich mit Jasmin, aber da ist diesmal Abu drin als Schlüsselanhänger und noch andere Sticker. Und die kann ich ja gebrauchen für mein Disney Journal. Und dann habe ich dieses mitgenommen, Mickey Mouse und Friends 3D Puzzle Aster. Dieses hier. Und da soll so eine süße Figur drin sein. Echt toll. Hoppala. So. Dann hat meine Mama gesagt, hier die von Bounty, die sollen sehr lecker sein. Bounty kenne ich, das schmeckt wirklich sehr lecker. Und ich habe nur mal eins mitgenommen, um zu probieren. So. Dann habe ich mir einen neuen Planer mitgenommen. Und zwar, hoppala, und zwar den hier. Der hat mir so gut gefallen, dass der mit musste. Das sieht einmal da so aus. Und den möchte ich dann einmal auch komplett gestalten. Hat dann auch diese Seiten. Und da kann man dann sehr viel Verschiedenes dann reinschreiben. Hat auch diese Abteile hier drin, wo man dann schön reinschreiben kann. Und
ja, auch hier und ja, ich möchte mir den wirklich schön zurecht machen. Und da kann man was reinschreiben. Und dann hier. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass der mit musste. Ja, genau. Kam der mit. Ich meine, der war für 1,99. Dann habe ich mir mitgenommen diesen Lippenpflegestift hier mit Küss den Frosch. Genau. Wie heißt sie noch? Ach, ich habe den Namen auf der Lippe. Nicht Atir? Nee. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Atria? Nee, ich komme jetzt nicht drauf. Wenn ihr wisst, wie sie heißt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann habe ich mir diese mitgenommen, hier diese schönen Holzperlen hier in der Dose. Genau. Da haben mir jetzt hier diese blau-weiß-grauen am besten gefallen und diese rosa-grau-weißen. Und die am besten gefallen. Die gibt es auch noch in braun-weiß, aber die beiden haben mir am besten gefallen. Die sind für 1,99 gewesen. Genau. Und dann habe ich mir diesen schönen Block hier mitgeholt. Der ist foliert. Da sind dann süße kleine Panther drauf. Der ist dann einmal ohne foliert und einmal mit foliert dann, also schnell glitzernd. Dann einmal diese Farbe, einmal mit Glitzerfolie und dann einmal ohne. Und dann sind hier so kleine Dackels. Die sind einmal dann ohne. Ne, die sind nur ohne. Dann einmal diese hier. Sehr schön. Dann auch einmal ohne dann. Dann einmal so kleine Zitronen. Dann einmal so kleine folierte Gänseblümchen. Die sind noch einmal ohne. Dann einmal diese Punkte hier in dem Gelb foliert, einmal ohne foliert, dann einmal mit dieser folierte, ganz ein kleine Panda und auch einmal ohne. Dann sind hier einmal diese Streifen, einmal ohne foliert, dann sind hier noch mal diese Dackel, einmal ohne. Dann haben wir einmal dieses hier, diesen Punkten und Kästchen. Einmal ohne. Dann haben wir hier einmal kleine Diamantina. Dann nochmal solche Gänseblümchen foliert. Hoppala. Und nochmal ohne. Na. Und dann haben wir auch noch hoppala, diese schönen hier. Die kann man sich auch ausschneiden. Für so kleine Karten. Genau, und das war auch der ganze Block schon. Und ich suche jetzt einen anderen Block und zwar mit den Cupcakes und Muffins. Und ich habe jetzt eine liebe YouTube-Kollegin mal gefragt, ob sie mal in ihrer Umgebung in dem Action gucken könnte, ob der da schon ist. Sie hat mir schon zurückgeschrieben, sie wird gucken und mir Bescheid geben. Und ich hoffe, dass der dort ist und ja, damit ich den Block bekomme. Genau. So, und dann habe ich mir im Action auch noch eine neue Tüte geholt und die ist jetzt hier für Ostern. Habe ich noch, ich habe ja alle Tüten. Weihnachten, Herbst, Sommer, dann jetzt hier für Ostern. Ich habe die alle, auch die ganz normale. Genau, so. Das war's gewesen. Das war mein Einkauf. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Alles andere findet ihr unten in der Infobox oder unter jedem Video. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao.